Eigentlich verbietet sich einem jungen Menschen wie mir ein ironischer Text über die Errungenschaften der modernen Technik. Und im altehrwürdigen Kabarettbetrieb bin ich mit meinen 30 Lenzen nun mal nicht mehr als ein, wenn auch vielversprechendes Ultraschallbild. Es bleibt dem älteren Gesinnungsgenossen der Zunft überlassen, den Horst Evers, Nils Heinrichs und Thorsten Sträters dieser Welt mit dem greisen Blick und der Beratungsresistenz des kunstvoll überzeichneten zukunftsverweigernden Seniors die Tücken des Fortschritts zu kommentieren und der Wählscheibe nachzutrauen. Klopft die Prostata und dreut das Nierenversagen, reizt der Blick zurück. Doch manchmal überrascht das Internet selbst mich, obgleich noch in der Dotcom-Blase vom Kind zum Mann gereift, immer noch. Letztens gedachte ich, in Berlin einen frühen Vogel zu nehmen, um einen Wurm zu fangen, sprich nach Wien zu gelangen, wo es mich kürzlich samt Lebensgestaltungspartnerin Hund und Katze hingezogen hat. Um überhaupt erstmal am Flughafen anzukommen, nehme ich in der Regel die Dienste des Tegel-Express in Anspruch, dessen Fahrer die berüchtigte Johannesburger Vorort-Taxibus-Grundausbildung genossen haben und darauf gedrillt sind, dem Fahrgast eine authentische Nahtoderfahrung zu bescheren, damit dieser entspannt ins Flugzeug steige. Man gewöhnt sich daran. An jenem Morgen jedoch, es war gerade 5 geworden, sah ich mich um die Uhrzeit außerstande, ein solches Erlebnis entsprechend gutieren zu können. Ich beschloss, mein Wohl und Wehe in die Hände eines Taxifahrers zu legen. Man darf dankbar sein, im 21. Jahrhundert zu leben. Neigt man wie ich zur Soziopathie und telefoniert bevorzugt nicht, ist man trotzdem nicht aufgeschmissen. Für fast alles gibt es heutzutage eine App, mit der man via Smartphone die Dinge erledigen kann, für die gesegnete Menschen Personal haben. Ich habe es ohnehin immer als große Ungerechtigkeit empfunden, dass mir zur Kontaktunfreude nicht auch gleich die entsprechenden Ressourcen in die Wiege gelegt wurden, um diesen Mangel auszugleichen. Gott sei Dank aber reicht es mittlerweile, die fehlende Kernkompetenz im App Store zu googeln und schon wird einem geholfen. Als reicher Künstler ist die sogenannte MyTaxi-App unabdingbar. Ein paar koordinierte Fingerwische und das großzügige Smartphone-Display reichen und schon macht sich ein Taxi auf den Weg, um einen das Ziel der Wahl zu bringen. Das finde ich toll, mehr erwarte ich gar nicht vom Leben, als dass es sich mir zu Füßen legt. So auch an jedem Morgen. Schlau wie ich manchmal bin, hatte ich am Abend zuvor das Taxi vorbestellt und so stellte ich mich 10 Minuten vor der verabredeten Uhrzeit in die Straße. Sicher ist sicher. Mein Smartphone vibrierte. Eine Kurzmitteilung tat ihren Job und teilte mir mit, mein Fahrer sei benachrichtigt und auf dem Weg. Ein Klick brachte mich zur App, ein weiterer öffnete die Büchse der Pandora. Als sei ich meiner Online-Partnervermittlung gelandet, wusste ich binnen kürzester Zeit bis auf die Blutgruppe Berufswunsch und 600 Vorlieben alles über meinen Fahrer, einen gewissen Sascha Schmidt. Direkt neben Informationen grinste er mich zu einem Überfluss von einem großformatigen Bild an. Da blieben keine Fragen offen. Und das in Kürze ist das Problem der Zukunft. Man ist also misanthrop heilfroh, der Zukunft sei Dank für überlebenswichtige Dienstleistungen nicht mehr telefonisch mit Menschen in Kontakt treten zu müssen und weiß dann trotzdem mehr als nach einem ausgiebigen Gespräch. Im wahren Leben schützt Smalltalk vor ungewollter Intimität. Das Internet leider hat diese Mauer niedergerissen. Die Frage ist, will man das? Will man vorab so viel über seinen Taxifahrer wissen? Die Geschichte lernt uns, dass ein Plus an Optionen immer auch mehr an Anspruch nach sich zieht. Was, wenn er mir womöglich nicht gefiele? Je mehr Auswahl ich im Leben habe, desto wählerischer werde ich. Je älter ich werde, desto höher steigen meine Ansprüche wie unser Stern zur Sommersonnenwende. Schließlich bin ich keine 20 mehr, der Sensenmann wirkt bereits vom Horizont. Dann will die verbleibende Zeit so sinnvoll wie möglich nutzen und solche flüchtigen Bekanntschaften haben ja gern mal einen nicht unerheblichen Einfluss auf das eigene Leben. Was, wenn mir das Foto des zugeteilten Taxifahrers, nicht sympathisch wäre? Und was, wenn er es wäre und ich da einstiege und in keinster Weise seinem Foto entspreche? Das kennt man ja von Elitepartner.de, dass die hübsche Akademikerin im Alltag dann doch den Rahmen des Bikini sprengt und eine Livrigidität treibt. Würde ich diese Enttäuschung ertragen und wollte ich vorher überhaupt wissen, zu wem ich da morgens um 5 ins Auto stiege? Das ist das letzte kleine bisschen Nervenkitzel, das einem paranoiden Menschen wie mir in Zeiten allgemeiner Informationslage bleibt, nicht zu wissen, wer und was einen wie erwartet. Will man auch diesen letzten Rest an ungewissem Adieu sagen? Mit dieser App werde mir zweifellos jenem Nachhinein ultraheilsame Anekdote verwehrt geblieben, als ein Leipziger Taxifahrer trotz Klirren oder Kälte alle Autofenster herunterließ, da er schwerer Alkoholiker sei und mir seine Fahnen nicht aufdrängen wollte. Es sind diese Erlebnisse, die einen nicht umbringen, aber hart machen. Die Taxi-App aber hätte mir schon meine Bestellung in aktuellen Promillewerten geteilt und ich wäre zum Bahnhof gelaufen. In eben jeder Taxi-App bewegte sich in Des an diesem Morgen und teilte seines Profils ein kleines rotes Auto auf einer Karte wie Weiland der Feind in das Boot. Mein Taxi ist Kabel Manier und ich war live dabei. Ich staunte, Mark Zuckerberg, der Verfassungsschutz der FBI, der ihre helle Freude hieran gehabt.
Nicht nur, dass ich wusste, wer mich erwartete, ein Blick in die App teilte mir auch mit, wann ich ihn zu erwarten hatte. Die Kilometer, die uns noch voneinander trennten, die voraussichtliche Ankunftszeit, mit der ich zu rechnen hatte, die Strecke, die auf seinem Weg zu mir befuhr, all das stellte die App an Informationen zur Verfügung, sowie die Möglichkeit, den Fahrer zu bewerten. Instinktiv tippte ich auf den Button. Das ist die alte Poetry-Slam-Schule, 10 Jahre Frontalunterricht in der Schule oder eigene Beteiligung ließ mich nach Mitbestimmung dürsten. Der angestaute Druck will exorziert werden, da kann man nichts machen. Immerzu will man bewerten, entwerten und generell den Werten mit Menschen den eigenen Senf erreichen, da kommt man nicht gegen an. Und so vergab ich ohne zu überlegen im Eifer des Gefechts 3 von 5 möglichen Sternen. Sehr schnell kamen erste Zweifel auf meines vorzeitigen Bewertungsergusses. Immerhin saß ich noch gar nicht im Taxi, war ich etwas voreilig gewesen. Wie weit ging diese App? Datenschutzverletzungen sind ja nicht zwingend an Einbahnstraße. Wenn sie mich zu jedem Zeitpunkt beispielsweise über den Aufenthaltsort meines Fahrers informierte, hatte sie ihm im Gegenzug vermutlich schon gesteckt, dass ich ihm nur 3 von 5 möglichen Sternen gegeben hatte? Hatten ihre Recherchen ergeben, dass ausgerechnet ich, der ich einst in Schweinfurt lauthals gegen eine aus meiner Sicht ungerechtfertigten Poetry-Slam-Jury-Bewertung lautstark protestiert hatte, nur 3 von 5 möglichen Sternen vergeben hatte, und würden sie mich damit konfrontieren? Und würde er, der er, wenn man seine Agro-Berlin-Basecap Blau schicken durfte, von harten Berliner Straßenrap sozialisiert wurde, meine Bewertung als klassischen Diss missverstehen? Das gefiel überhaupt nicht. Ich blickte noch einmal auf das Foto. Er sah nicht aus wie jemand, der dem Diss ausschließlich verbal begegnen würde. Ich hingegen sah aus wie jemand, der des Fahrers entsprechende Replik nicht überleben würde. Ich malte mir seine Ankunft aus. Herr Verole, Sie haben das Taxi bestellt? Ja. Herr Verole, Sie haben das Taxi bestellt? Ich schaute runter. Der blaue Punkt, der mich darstellen sollte, das rote Taxi, kuschelten innig auf dem satten Foto der Taxi-App. Ich schaute hoch. Ja, das war Sascha Schmitz. Im Gegensatz zu Dieter Partner log dieses Vaterfoto nicht. Ich nickte, zum Reden war ich nicht imstande. Ich fürchtete mein Leben. Na, dann steigen Sie mal ein. Ich stieg ein. Seine Freundlichkeit war befremdlich. Hatte die App Gnade walten lassen? Das war kaum zu glauben, das Internet verzeiht nie. Nein, es war offensichtlich, auf offener Straße würde mir zwar nichts tun, an dem Flughafen Tegel würde ich wohl auch nie erreichen. Ich schrieb meiner Liebsten eine Abschiedsnachricht, dachte ohne Reue an mein Leben zurück und öffnete dann den App Store. Irgendwas für Testamente muss es dort auch geben.